Und die Münzen, die blauen hier, will ich auch. Okay, ah. Oh, das ist gemein. Da brauche ich ja eine Mario-Mütze für. Oh, jetzt bin ich... Jetzt brauche ich die 100 Münzen mir schon gar nicht mehr geben. Bei allen dreien sind Frauen vorhanden, die sie ärgern. Macht Sinn. Mhm. Sieh mal eine an. Hui. So, mal sehen, ob das auch klappt. Wenn ich schon keinen Wandsprung habe. Dass ich wenigstens höher hoch genug springen kann. Wobei Ganondorf eher wenig Interesse an Zelda zeigt, sondern nur an ihr... Macht! An ihr Triforce-Stückchen. Ja. An ihrem Triforce-Stückchen, das kann man auch falsch deuten. Was kann man daran bitte falsch deuten? Naja, es gibt so Leute, die sich die gewisse Bereiche wie ein Dreieck schnibbeln. Hust, hust. Dann eben an ihr Triforce der Weisheit. Oh. Das, das könnte man naja, auch so ich kann aus, interpretieren. Ich kann alles ins Lächerliche ziehen. Oh. Oh. Könnte ich persönlich auch, aber ich mache es nicht. Oh. Das sagen sie alle. Ja. Dann sind sie doch schwanger. Und da war der Alkohol wieder schuld. Ach ja. Wir waren betrunken und dann kam eines zum anderen. Ich wollte das doch nicht. So, und hoppa. Oh, nein, 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 warum bin ich jetzt tot? An ihrem Dreieck? Ja, Tic-Tac-Trauma ist schon vorbei. Ist verpasst worden. Schade, jemand, der Tic-Tac-Trauma sehen wollte. Zu spät. Zu spät, zu spät. Ja, das war für mich übrigens dann auch ein Trauma, weil der die ganze Zeit über Final Fantasy gesprochen wurde. Mimimi. Ja, deswegen habe ich das heutige Thema Final Fantasy X San Mato auch ausgelacht. Aha. Oh, verdammt, jetzt habe ich es doch vorgelesen. War nicht beabsichtigt. Du musst es glauben. Da war Alkohol im Spiel. Ich war betrunken. Mineralwasser. Mit Mineralwasser? Ach du Scheiße. Der ganz harte Stoff. Genau. Und Feier. Nee, also das kannst du hier nicht machen. Die armen Kinder. Die nichts davon trinken dürfen. Axido, wir brauchen härtere Gesetze. Wir brauchen härtere Drogen. Nein, Quatsch. Genau, wir brauchen hier härtere Drogengesetze. Was wird als nächstes gestreamt? Auf jeden Fall kein Final Fantasy. Ja, das dafür habe ich mich dann schon ausgesprochen, also dagegen. Ach, komm schon. Aua! Was, wenn ich dir jetzt Final Fantasy 6 kaufe? Nö. Gib ich's dir zurück. Ich hab's doch selber schon. Naja. Dann hast du's zweimal, ist das nicht toll? Ich weiß nicht. Ah, ich hab's geschafft. Genau an die Münze wollte ich. So, dann muss ich da mit Wandsprüngen nach oben, ne? Zwischen können und dürfen ist da so ein kleiner Unterschied, ne? Ja. Du könntest zwar alles, aber dürfen sieht anders aus. Ja. Dann soll der Komparator mich mit Zimatu töten. Was? Nein. Nein, das mache ich schon nicht. Machen wir es im Wunderland-Stil. Ab mit dem Kopf. Yay! Ab mit dem aber dann muss alles so aussehen wie in American McGee's Alice. Ja. Das ist ein Alice, das ist eher eins für mich. Genau, sonst ist es langweilig. Hui! Und, ich will da hoch.
wenigstens an die Münze, an die eine rote da und an die andere auch. Wow. Und an die, genau. So, und jetzt fehlt nur noch eine einzige rote Münze, die irgendwo noch rumschwimmen muss. Und ich weiß nicht wo. Ich meine, ich habe die roten Münzen ja schon, aber ich will die für die 100. Bisher bin ich ja mit meinen 100 dann eigentlich überall soweit durch. Wo ich überall schon war, meine ich. Oder? Ach, die eine Münze wird dafür jetzt nicht so wichtig sein. Ich habe ja schon 70 Münzen insgesamt und ja, das schaffe ich. Den letzten Leveln hast du sie auf jeden Fall auf 100 eingesammelt, ja. Ja. Wer hat die Münzen überhaupt rot angemalt? Ja. Die wer wird dafür bezahlt? Die Münzpresse, Manufaktur, Dingswell. Die Münzefaktur. Ja. Ah, ich hasse dieses Level jetzt schon. Ich würde auch einfach bloß ein bestimmter Metallmix dafür benutzen. Ja, das wäre möglich. Das leuchtet ein. Ja, du musst ja nicht unbedingt anmalen. Ja. Auch. Nein, ich bin nicht gesprungen. In den Tod stürzen. Ja, man könnte auch einfach in den Tod stürzen, ja. Oh. Ja, der dritte Kampf gegen Bauschuh steht noch an. Keine Sorge. Freizeit. So. Du. Das wären die Politiker von der SPD. Wer wären die Politiker von der SPD? Die Münzen rot anmalen. Naja, im Moment haben sie eh nicht so viel zu sagen. Die Münzen. AfD schiebt die ja langsam Platz 2 runter. Oh nein. Ach, was Politik angeht, da will ich sowieso nicht drüber diskutieren. Vor allem nicht in Let's Play-Videos. Das ist auch falsch, das stimmt. Ja, das ist wie Religion, wie Musik. Es gibt Themen, über die kann man sich einfach nicht unterhalten. Außer natürlich, alle haben sowieso vereinbart, dass sie die gleichen Vorstellungen davon haben. Aber sonst... Upsa. Puh. Okay, so, dann nehme ich mir dich... Axido wird beim letzten Leben beenden und offscreen leben. Nein. Warum sollte ich? Ich hab da noch genug. Ja, drei. Ja, und wenn ich die 100 Münzen kriege, dann kriege ich sowieso zwei dazu noch. Wenn. Oh, blöde Kamera! Was ist mit Kunst? Was ist mit Kunst? Würde ich auch nicht. Sicher. Das ist auch so ein Ding. Ja. Im Auge des Betrachters. Ja. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Ich weiß nicht, ich habe noch nie bei mir Kunst im Auge gehabt. Aber es muss bestimmt wehtun. Es kommt drauf an, was das für eine... wenn du natürlich so eine Steilstruktur im Auge hast, dann ist das voll schwer, also. Ja, ich will echt keine Kunst im Auge haben. Danke. Egal was für eine. Ob es jetzt ein... Obwohl, also ich mag ja manche Arten von Kunst. Fanarts zu Anime und sowas. Das ist für mich auch Kunst. Aber es gibt auch Sachen, die als Kunst gehandelt werden, wo ich nicht mich frage, könnte ich das nicht auch? Und alles, was ich kann, ist sowieso keine Kunst für mich. Verdammt, mir ist mein Farbeimer umgekippt. Oh, Kunst. Sieh mal, Kunst. Ja, so einfach kann's gehen. Oh shit, mein Mülleimer. Der ist kaputt gegangen. Jetzt liegt der ganze Dreck auf dem Boden. Kunst, fertig. Genau, wenn irgendwas schief geht, dann... Ja. Dann nennt man's einfach Kunst und fertig. Und zu Leuten, die sagen, das ist keine Kunst, sagst du einfach, du kunst mich mal. Ja, Kunstbanauser, hast ja keine Ahnung. Ja. So funktioniert Kunst. So funktioniert Kunst. Jeder, der deine Sachen nicht für Kunst hält, wird einfach als Kunstbanause bezeichnet und fertig. Ist doch viel schöner, als tatsächlich Kunst zu machen. Richtige Kunst finde ich eigentlich immer diese Artworks. Ja. Deswegen heißen die auch Artworks. Genau, weil es Kunstwerke sind. Ja. So, und... Höppa! Ah, ja, alle gekriegt. So, jetzt fehlen nur noch... Schlag den Star aufnehmen.
Was? Ich dachte, der ist schon längst in Rente gegangen. Naja, das macht ja jetzt jemand anders. Ich glaube, Elton macht jetzt da die große irgendwas. Ja, also will ProSieben immer noch nicht von dem... Scheibenkleister, nein! Oh, diese Kack-Kamera! Schon wieder in den Tod gehüpft. Ich habe übrigens gesagt, diese K-Kamera. Also wollen die immer noch nicht von dem, Schema da, was der Herr Raab eingeführt hat, abtreten? Das ist lustig. Nee. Alles, was der angefangen hat, das ist doch sowieso bei denen Gold wert. Yep. Sagen wir mal auch so, das ist auch irgendwie so das einzigste einzig brauchbar gewesen, was mich entertained hat. Ja. Ja, und es heißt ja immer, we love to entertain you. Ja, da lässt ProSieben aber auch richtig. Ja. ProSieben hatte sowieso noch nie Anime, oder? Doch, hatten. Oh, die hatten schon mal Anime. Ja, aber mich entertaint man nicht mit 100.000 Wiederholungen von Two and a Half Men oder Two Broke Girls oder... Und ich sterb schon wieder. Oder Big Bang Theory. Ja, das stimmt leider, also... Aber ja, ich hatte auch mal Animes, unter anderem Mega Man, The Perfect Robot, Mega Man. Echt? Ja. Mensch. Wusste ich nicht. Jetzt weiß ich. Dass das da lief. Ich dachte, das wäre wieder so ein RTL2-Ding gewesen. Nein, das war ein ProSieben-Ding. Hm. So, das Game Over kommt übrigens nahe. Wird er es schaffen oder nicht? Also nochmal Game Over zu gehen. Nein, das wirst du nicht, weil jetzt kriegst du einen Fakten. Naja, aber jetzt muss ich erstmal... gefährliche Sachen machen, wie zum Beispiel einen Teppich wiederherstellen, ohne zu weben. So, einmal hier herum, einmal rundherum, bum bum bum. So und, hüpf. Schlag den Star, nicht Raab. Ja, aber Schlag den Star ist trotzdem eine Idee von Raab gewesen. Im Grunde ja. Na, das ist dann, weiß ich nicht, das ist dann die Variante, wo auch mal Leute zum Zug kommen, die sonst keinen interessieren würden. Ich weiß nicht, die könnten genauso gut Gronkh da einladen. Und ich muss schon sagen, YouTuber sind einfach keine Fernsehstars. Tut mir leid. Also ich finde es ja lustig, wie hier gerade geschrieben wird. Ich habe, by the way, das Artwork von Final Fantasy bei mir zu Hause. Final Fantasy 10 bei mir zu Hause. Ich habe nämlich Final Fantasy 10 mit Unterschrift von Nobu Uematsu und Masashi Hamamatsu und das ist... Willst du jemand haben? Kriegt nämlich keiner. Dazu muss ich viel zu lange anstehen. Oh. Und wie lange war's? Ungefähr eine Stunde. Boah. Und dann das Konzert dazu. Und dann auch noch das Konzert dazu, oh nein. Ja, das war schrecklich. Oh. Musik, unglaublich. Yeah. Nee, dann würde ich auch, also... Bei solchen Qualen, die du da erleiden musstest. Ja. Ach genau, ich muss dich leider bannen für Final Fantasy Gerede. Ich kann sagen, Co-Moderator wegen Final Fantasy Gerede bannen. Axiomu ist der Sterbinator. Ja. Und jetzt ein Leap of Faith und... Klappt. Ich würde das nicht machen, wenn ich mir dabei unsicher wäre. Und das habe ich gemacht, obwohl ich mir unsicher war. Okay, ein Leben haben wir noch. Das schaffst du ganz alleine. Wenn ich wenigstens mittendrin mal Sterne holen würde, dann würde ich wenigstens für die gesammelten Münzen ja wieder was bekommen. Aber das tust du. So, jetzt wird's spannend. So, wollen wir das Ganze mit einer Wette verbinden? Und wenn ja, Wetteinsatz bitte.
Ich weiß, also wetten soll man ja nicht, aber wir machen hier nur Einsätze, die, Der Game Over Screen wird dann das Thumbnail dieser Folge. Wir machen nur nette Wetteinsätze, also nicht so eine Sachen wie hier, ja, hey, dann kriegst du Geld oder sowas, nein. Sondern so eine Sachen wie, wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann spiele ich als dann nächstes. Superman 64. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay, das ist ein Ansporn, nicht zu sterben. Nicht Game Over zu gehen, meine ich auch. Jeden Schritt einzeln planen. Dann haben wir wenigstens mal Progress. Ja. Aber ich glaube, die wollen dich jetzt alle in den Untergang sehen, damit sie als nächstes Superman 64 sehen können. Ja, ich frage mich auch, warum eigentlich? Superman 64 ist so scheiß Spiel. Gerade deswegen wollen sie es ja sehen. Die wollen dich leiden sehen. Ja,